Hallo zusammen, ich bin der Remo von bikebox.ch. Ich zeige euch heute Specialized Dump Jumper Evolution. Specialized Dump Jumper ist ein All-Mountain-Bike. Es ist das All-Mountain-Bike. Es ist das Velo, das alles am Berg kann. Ich kann gut bergauf fahren, ich habe genug Federweg für bergab. Ein Velo macht einfach überall Spass. Was macht es speziell? Speziell macht es die sogenannte SWAT-Door. Also ich habe im Unterrohr einen Raum, den ich brauchen kann, für Flickzeug mitzunehmen, für ein Säckchen mitzunehmen oder für ein trockenes Liebchen, wenn es zum Machenfahren schon ein frisch wird. Ein Tool habe ich fix dran am Beidehalter montiert. Ich kann also immer, wenn ich etwas nachziehen muss, unter auftun und das Tool brauchen. Dann haben wir, wie der Standard ist bei dieser Kategorie Velo, eine absenkbare Sattelstütze dran. Ich habe 15 cm Federweg an der Gabel, 14 cm Federweg am Heck. Und jetzt kommt das Spezielle. Das ist ja Specialized Dump Jumper Evolution. Der Unterschied, Benennung Evolution, heisst, ich habe einen deutlich flächeren Lenkwinkel. Das heisst, die Gabel steht viel flächer. Ich kann schneller fahren, ich habe ein stabileres Velo. Und die Geometrie des Rahmen wird ganz anders gemessen. Wir haben keine normale Grösseneinteilung à la S, M oder L, sondern die Rahmen werden ausgemessen wie Downhill Bike. Das heisst, ein S2, ein S3, ein S4. Der Unterschied zu einer normalen Grössentabelle ist der, dass der Fahrstil stärker als normalerweise in die Rahmengröße einfließt. Wollt ihr ein verspieltes Velo, nehme ich den Rahmen kleiner. Wollt ihr ein ruhiges Velo, nehme ich den Rahmen grösser. Für das zu probieren, haben wir Testbike hier. Kommt vorbei, hockt drauf, geht das Ding fahren, damit wir die richtige Grösse herausfinden können. Ciao zusammen und bis dann.